Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bridgemidis Production. Seit ewig, wirklich, es ist schon ewig her, seit ich ein Video gemacht habe. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Es werden jetzt mal ein paar Videos kommen. Ich habe ja jetzt 400 Abonnenten. Danke. Dazu kommt noch ein Special und ja, nochmals danke. Das ist wirklich sehr toll von euch. Hätte ich nie gedacht. Ja, was haben wir hier? Ein Mock. Ich nehme das erstmal mit einem Stativ auf. Ja, hier eine kleine Übersicht des Mocks. Das ganze Mock spielt auf Ryloth aus der Clone Wars. Ich sag. Ja, aus der Clone Wars Serie. Aus der ersten Staffel, da wo Obi-Wan einen Großangriff. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Großangriff ist. Auf einen Angriff mit den Klonen starten und da kommen sie zu so einer Mauer und ja, da kommen sie halt nicht drüber und so verstecken sie sich hier hinter den Bäumen und müssen irgendwie da durchkommen und das schaffen sie dann, indem sie Elektro-Detonatoren werfen, also so EMP-Granaten, genau, die Druiden dann betäuben. Ich denke, die Folge ist ziemlich bekannt. Ich hoffe so. Also ja, ist so etwa die Folge 20 oder so, 19. Schaut sie euch mal an, falls ihr sie nicht kennt, ist ziemlich cool. Und ich beginne jetzt mal mit dem Mock. So, hier haben wir die Klone, die sich da hinter den Bäumen verstecken. Hier ist auch überall noch so Landschaft. Hier ist der mit dem EMP-Granator. Granator. Ja, ist wie mal toll, Detonator. Hier Commander Cody, eingefallenen Klon und hier noch ein paar weitere. Hier wird das Battlefield noch weitergehen, das Schlachtfeld. Da hinten haben wir Obi-Wan. So, er hat schon das neue Gesicht von den Borgspeeder, also so neu ist das auch nicht, aber das wechselbare Gesicht, ja, und er schaut hier ziemlich böse rein. Er wartet, bis der Klon hier mit dem EMP Detonator wirft, um ihn dann mit der Macht nach oben zu schleudern zu den Druiden, die hier eine Geschützstellung haben. Die Druiden haben hier eine Geschützstellung mit seinem Standmaschinengewehr, das hier die Seite bedient. Hier haben wir zwei weitere, die einfach runterschießen und hier noch auf der Mauer, die da auch noch weitergehen würde und auf der anderen Seite ebenfalls seinen Häuschen haben wird. Ich weiß nicht, ob die Truinen auf der Mauer stehen in der Folge. Ich habe jetzt einfach ein paar drauf getan. So. Hier haben wir den Berg, ziemlich detailliert, und hier die Mauer. Ich habe wegen Mangel von Bärstein habe ich Kausteine genommen. Ich finde, die passen ziemlich gut ins Bild. Obwohl es eine komplett andere Farbe ist. Jo. Hier haben wir nochmal die Klone, ganz Übersicht. So, jetzt zeige ich noch eine Übersicht von oben. Hier das Schlachtfeld. Die Druiden. Auch das Dach ist ziemlich detailliert, hoffe ich. Oder finde ich. Ja. Das war mein Mock. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Verzeiht mir die lange Pause. Ich hatte Ferien und ja, dann hatte ich halt ab und zu keine Lust, weil so, ja, sollte ich mal etwas machen für Bridgemidis. Ja, bin ich faul, keine Lust. Lieber im Bett liegen, etwas lesen oder so, oder gamen am PC. Ja, jetzt geht die Schule wieder weiter und ich hoffe, obwohl ich jetzt weniger Zeit habe, dass ich trotzdem genug Videos machen kann. Ja, also, wir sehen uns bald wieder beim 400 Abonnenten Special oder der Ankündigung davon. Bis bald. Ciao, euer Bridgemidis.